Leute, kommt ihr dann alle runter zum Frühstücken? Oh, ich freue mich total, dass jetzt alle da sind, damit wir zusammen frühstücken können. Und Hannah ist auch mal wieder da, von der Uni. Hallo, hört mich denn keiner? Ach, Martin, muss das denn sein? Kannst du nicht wenigstens mal einen Morgen auf den Fernseher verzichten? Oh, Schatz, ja, ich weiß, du bist super aufgeregt, dass Hannah heute wieder da ist übers Wochenende. Aber die ist doch bestimmt noch am Schlafen. Also können wir nicht vielleicht in 1-2 Stunden frühstücken? Ach, Martin, nein, ich will so frühstücken wie früher, wie vor 10 Jahren, wo wir alle gemeinsam an einem Frühstückstisch gesessen haben. So möchte ich das heute. Hannah? Hannah, ich rufe die ganze Zeit nach euch. Bist du noch nicht wach? Doch, doch, Mama, ich bin schon wach. Aber Papa hat mich erst spät vom Bahnhof abgeholt, als ich von der Uni dann gekommen bin. Und ich wollte einfach ein bisschen Nachrichten sehen, mich noch ein bisschen entspannen. Ich komme später runter. Och, Hannah, nicht heute. Ich wollte gemeinsam mit euch frühstücken, mit allen zusammen. Das wäre doch toll. Och, mach doch bitte mit. Ach, Mama, ich bin echt noch müde. Und du kannst mich doch jetzt nicht zwingen. Ich komme ja gleich runter. Wir werden doch das ganze Wochenende zusammen verbringen. Aber bitte jetzt nicht. Ach, und ob ich dich zwingen kann, Hannah, ich bin deine Mutter. Und das werde ich auch für den Rest deines Lebens bleiben. Und deine Mutter möchte jetzt mit allen gemeinsam frühstücken. Also runter! Mama, ich studiere Jura. Ich werde Anwältin später. Also ich weiß, was los ist. Ich kenne meine Rechte. Und ich könnte dich dafür jetzt anklagen. Also ich darf selber entscheiden, was ich mache. Hannah, nicht in diesem Haus. Mir ist das egal, was du studierst. Ich möchte jetzt mit allen gemeinsam frühstücken. Also komm jetzt runter. Oh Mann, echt unfassbar, dass Mama mich zwingt. Ich fühle mich wieder wie in der Schulzeit, wie ein Schulkind. Mein Zimmer sieht aber nicht mehr aus wie in der Schulzeit. Obwohl, beim letzten Mal, als ich da war, vor ein paar Monaten, da sah alles noch aus wie früher. Aber jetzt haben sie alles umgeräumt. Und ich frage mich, wo mein altes Bett und meine alten Möbel gelandet sind. Mama hat mir das überhaupt nicht erzählt am Telefon. Julian, hast du mich nicht gehört? Du bist auch gemein. Kommst du jetzt zum Frühstücken? Hannah ist auch da. Wir wollten noch alle zusammen frühstücken. Oh, wie sieht's denn hier schon wieder aus? Die Pizza von gestern auf dem Boden? Was macht denn dieser Mülleimer hier? Und der Feuerlöscher? Ach, keine Ahnung, was Julian schon wieder vorhat damit. Wo steckt der denn nur? Julian, kommst du jetzt runter zum Frühstücken? Oh ja, Mama, ich hab dich gehört. Alles gut, alles gut. Ach, da bist du ja. Ist doch noch viel zu früh. Ich wollte mich noch eine Runde hinlegen. Gestern mit Julius wurde ziemlich spät, deswegen. Also ich komme erst zum Mittagessen oder so vielleicht. Ach, Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt wird sich nicht nochmal hingelegt. Fang jetzt nicht so an. Ach, du verschläfst doch den ganzen Tag. Wir wollen jetzt zusammen frühstücken. Wochenende. Nein! Und Julian, guck dir mal bitte dein Zimmer an. Was haben du und Julius denn gestern hier getrieben? Ich meine, ich mische mich nicht mehr so in dein Zimmer ein, aber wie es hier aussieht. Nachher haben wir noch Ungeziefer. Boah, Mama, ist ja gut. Also, wenn du jetzt Ruhe gibst, dann komme ich runter. Also, ich komme runter. Alles gut. Hauptsache, du gehst aus meinem Zimmer. Und außerdem, Julian, wo kommt denn dieser Basketballkorb her? Was macht er denn da oben? Basketball wird auf jeden Fall nicht im Haus gespielt. Oh, und dieser Kühlschrank, der steht auch noch hier. Ich hab dir doch letztens schon gesagt, Mama, er soll weg. Bitte, lass es doch einfach. Dieser Stromfresser. Außerdem haben wir doch unten in der Küche einen. Mama, ist jetzt gut, oder? Ich bin noch keine 6, 7 Jahre mehr. Ich bin jetzt schon 16, dieser Junge. Also bitte. Julian, auch wenn du schon 16 bist, solange du hier wohnst, musst du auch die Regeln einhalten. Und es wird ja aufgeräumt. Gut. Ja, okay. Und jetzt komm endlich runter. Und könntest du bitte auch deiner kleinen Schwester Bescheid geben? Die war total aus dem Häuschen, als sie gehört hat, dass Hannah zu Besuch ist. Ja, ich sag Emma schon Bescheid. Ach, Hannah, die ist mal wieder da. Nach Monaten lässt sie sich wieder blicken. Aha, schön. Hey Emma, bist du schon wach? Bestimmt. So wie du gestern Abend wieder drauf warst, dann kannst du wahrscheinlich gar nicht schlafen. Hey, wir wollen jetzt frühstücken alle. Ja, ich bin schon seit 2 Stunden wach. Ist Hannah jetzt schon wach? Oh, ich will sie unbedingt sehen. Was weiß ich, ob sie schon wach ist. Also ich brauche sie auch gar nicht sehen. Ich habe sie seit Monaten nicht gesehen. Sie hat sich auch gar nicht richtig verabschiedet. Ist mir egal. Ich bin gleich auch wahrscheinlich weg. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Hannah ist wieder da. Ich habe ihr altes T-Shirt und ihr Bett. Und alles riecht noch nach ihr. Ich vermisse sie so. Und ich habe sogar das Bild da hängen lassen von ihr, damit ich immer ein Andenken habe. Oh, Hannah wird so Augen machen, wenn sie sieht, dass ich ihre ganzen alten Sachen habe. Die wird sich total freuen, dass sie mir das vererben konnte. Hannah, wo bist du? Hannah, Emma, da hey. Bist du. Na, du bist ja richtig groß geworden. Du hast einen richtigen Wirklich? Sprung gemacht Findest in den letzten du? 6 Monaten. Komm, lass dich mal drücken. Ich hab dich so vermisst, kleine Schwester. Ich dich auch. Und Hannah, wie ist es denn in der Universität? So wie in der Schule? Wir haben dich total vermisst. Gut, dass du hier bist. Du kannst ruhig öfter kommen. Tut mir leid, Emma. Ich hatte echt so viel zu tun in der Uni. Immer Klausuren, immer Arbeiten schreiben. Aber jetzt bin ich ja da. Und jetzt habe ich auch schon fast alle gesehen. Außer Julian. Ist der überhaupt da? Ja, der ist da. Hi, guten Morgen. Ich gehe nach unten. Julian, hey, willst du mir nicht richtig Hallo sagen? Hab ich doch. Ja, hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Hannah Vogel. Na, wie geht's? Alles gut? Ich bin jetzt weg. Was ist denn mit Julian los? Warum ist der denn so komisch drauf?
Ach, Hannah, mach dir nichts draus. Seitdem du ausgezogen bist, ist Johann echt komisch drauf. Er sagt immer, du hättest dich nicht verabschiedet und so. Aber egal, komm, ich zeig dir was. Guck mal, Hannah, das ist dein altes Zimmer. Das hab ich jetzt. Und Pia ist auch bei mir eingezogen. Och, ist das schön. Ich fühle mich wie in alten Zeiten, wie in meinem alten Kinderzimmer. Und ich freue mich total, dass ich es dir vererben konnte, alles. Oh, aber Julians Zimmer hat sich echt extrem verändert. Ganz schön chaotisch. Naja, komm, Emma, lass uns runtergehen. Mama hat jetzt schon ein paar Mal gerufen. Die wartet echt schon. Oh, das wird super. Ein Frühstück wie in alten Familie-Vogelzeiten mit Papa, Julian, Hannah, mir und Mama. Ich bin ziemlich aufgeregt. Endlich mal wieder ein Frühstück zu fünf. Wie lange es das schon nicht mehr gab? Och, ich vermisse die alten Zeiten. Ob das wohl allen schmecken wird? Hey, du, Mama, also ich wollte dir Bescheid geben, ich bleib doch nicht zum Frühstück. Ich muss jetzt los. Wir wollten mit Julius auf den... Was? Zum Skatepark, weil da sind ein paar Jungs, die wollen das jetzt da besetzen. Oh. Julian, das geht so nicht. Ich hab gesagt, die wollen erst frühstücken und dann kannst du gerne los. Ich will einfach nur weg. Nein! Ach, Julian, komm schon, bleib doch hier. Mama hat doch recht, wie in alten Zeiten, alle zusammen frühstücken. Da fehlt nur noch, dass Emma ihren Kakao trinkt. Ja, Julian, los, komm, wir machen das hier heute zu fünft, ne? Und dann kannst du auch gerne hier zum Skatepark. Und heute Abend können wir auch gemeinsam ins Kino, wenn ihr wollt. Oh, wisst ihr was? Nein, ich habe jetzt keine Lust. Ich brauch das alles nicht. Ich will jetzt einfach nur raus. Julian, ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Freust du dich denn gar nicht, dass ich wieder da bin? Ach, Hannah, es tut mir leid, ich verstehe es auch nicht. Aber können wir nicht einfach gemeinsam jetzt frühstücken, so wie früher? Oh, ich möchte einfach nur, dass wir hier zu fünft frühstücken. An einem Tisch, gesittet und gemeinsam. Und Julian, willst du nicht von den tollen Neuigkeiten aus der Schule deiner Schwester berichten? Das wird sie bestimmt freuen. Aber warum sollte ich denn? Damit ich auch hier einfach abhauen kann, ohne mich zu verabschieden und dann lasse ich Emma im Stich? Nee, wieso denn? Nur weil ich jetzt das Stipendium bekommen habe für die Uni, für die gleiche Uni wie Hannah? Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Julian, ein Stipendium für die Uni in Big Playmobil City? Genau auf der Uni, wo ich bin? Das wäre doch toll, da könnten wir dann gemeinsam studieren. Und Julian... Ich weiß, dass wir uns damals einmal gestritten haben, bevor ich gegangen bin, aber ich weiß doch auch, wie wir uns noch verabschiedet haben. Lass uns doch einfach Schwamm drüber sagen und alles ist wieder gut und wir sind wieder Freunde. Und außerdem, Julian, ich habe gar kein Problem, wenn du weg bist. Dann habe ich drei Zimmer für mich. Das ist eigentlich schon eine eigene Wohnung. Und ich hätte dann endlich Ruhe. So, Leute, wollen wir dann frühstücken? Wie in alten Zeiten? Oh, Dave, schau dir mal die Schmetterlinge an. Die finde ich total schön. Und weißt du was, ich habe letztens im Park auch einen gesehen. Vielleicht können wir da auch jetzt, wenn der Frühling kommt, mal gemeinsam spazieren gehen und Schmetterlinge beobachten. Schmetterlinge? Ja, also sind nicht ganz so mein Ding. Vielleicht eher Hunde oder so, aber... stimmt, ihr habt gar keinen Hund. Ja, Schmetterlinge, ja, süß, schön, okay. Oh, zum Glück ist das jetzt die letzte Stunde vorm Wochenende. Ich muss dringend noch Mr. Handsome sehen. Ich brauche doch meine tägliche Mr. Handsome-Dosis fürs Wochenende. Ohne ihn kann ich einfach nicht. Hm, stimmt, komisch. Eigentlich kommt Mr. Handsome doch gar nicht zu spät. Also, wo bleibt er denn? Oh mein Gott, als wäre das schlimm. Der soll am besten gar nicht kommen. Dann hätten wir doch schon frei. Freitag, letzte Stunde, besser geht's doch gar nicht. Diese Streber, ich verstehe sie einfach nicht. Wie kannst du sowas sagen, dass dir das alles egal ist? Stell dir mal vor, Mr. Handsome ist was passiert. Das könnte ich mir nie verzeihen. Ach, Pia, du musst direkt wieder übertreiben. Wenn Mr. Handsome was passiert ist, was hat das mit dir zu tun? Du musst doch jetzt nicht dir schon Sorgen machen. Wart einfach ab. Oh, na gut, aber nur 2 Minuten warte ich jetzt noch. Wenn er in 2 Minuten nicht da ist, dann müssen wir ihn unbedingt zu Hause anrufen. Oder ich fahre schnell hin mit dem Fahrrad. Ach, hallo Kinder. Ach, einmal bitte Ruhe. Hallo, ich bin jetzt da. Aber Sie sind nicht Mr. Handsome. Wo ist Mr. Handsome? Wer sind Sie? Ach nein, meine Kleine, ich bin Frau Schmidt. Der Mr. Handsome, der ist heute leider krank und ich werde ihn heute vertreten. Hoffentlich ist er bald wieder gesund. Oh, klasse. Endlich mal. Endlich fehlt hier mal ein Lehrer. So, Feierabend. Wie können Sie denn nur so ruhig bleiben? Was hat denn Mr. Handsome? Ist er im Krankenhaus? Geht's ihm gut? Hat er Fieber? Ist er erkältet? Oder was hat er denn? Können Sie mir da mehr zu sagen? Tut mir leid, meine Kleine. Genaueres weiß ich leider auch nicht. Ich weiß nur, dass er krank ist. Aber ich habe noch nie eine Schülerin erlebt, die sich wirklich so um ihren Lehrer sorgt. Oh, Mr. Handsome, wo ist er denn nur? Was hat er denn nur? Ich mache mir solche Sorgen. So, Streberklasse, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann ja leider Montag schon wieder. Ciao. Einen Moment mal, junger Mann, wo möchtest du denn hin? Also, wir wollten gerade mit dem Unterricht beginnen. Bist du vielleicht verhindert? Hast du einen Arzttermin? Oh, Dave, hast du gesehen? Richie, der denkt, wir haben frei. Nur weil wir eine Vertretungsstunde haben. Der hat schon seine Sachen zusammengepackt. Okay. Ob ich verhindert bin? Wie, ist doch jetzt Vertretung und so? Ach so. Ja, ich muss, glaube ich, zum Arzt oder so. Oder vielleicht auch nicht. Also, dann gehe ich mal davon aus, dass deine Eltern mir vielleicht einen Brief geschrieben haben. Eine Entschuldigung. Hast du die dabei?
Was? Warum sollten meine Eltern denn... Das machen die niemals, auch so nicht. Noch nicht mal für ihre Arbeit, die gehen dann einfach nicht. Nee, habe ich jetzt nicht. Ich würde das Montag bringen. Ja, ganz genau. Also, nee, nachreichen, das geht wirklich nicht. Ich brauche das vorab. Ich meine, wenn dir jetzt irgendwas passiert und ich muss ja Sorge tragen für dich. Ich habe eine Aufsichtspflicht dir gegenüber. Also, nee, das geht so nicht. Boah, ich wollte doch einfach nur nach Hause. Warum machst du denn jetzt so eine Szene? Ja, gut, okay. Vielleicht habe ich noch eine Entschuldigung dabei, ich weiß es nicht. Oh, Richie, setz dich doch einfach hin. Wir machen jetzt hier Vertretungsunterricht und gleiches Wochenende. Aber du brauchst jetzt hier nicht die ganze Zeit nerven und stören. Was hattest du gesagt, wie der Junge heißt? Richie, also Richie, setz dich bitte hin. Ich glaube ja, dass du einen Arzttermin hast, aber leider kann ich das jetzt nicht verantworten. Wir fangen an mit dem Unterricht. Also Kinder, Mr. Handsome hat mir leider nicht gesagt, bei welcher Unit ihr denn stehen geblieben seid. Das ist meine Chance. Frau Schmidt. Ja, Richie? Wir waren eigentlich schon durch mit dem Buch. Ja, also... Schon normalerweise durch? Hätten wir jetzt eigentlich auch schon Sommerferien haben können, hat Mr. Handsome gesagt. Richie, was erzählst du denn da? Das stimmt doch gar nicht. Wir sind doch bei Unit 7. Bei Unit 7 seid ihr oder seid ihr jetzt wirklich durch? Also ich habe das nicht ganz verstanden. Welche Seite? Oh Mann, die versteht ja gar nichts. Ja, wir sind schon durch. Hanna, außerdem, was interessiert dich das? Ah ja, natürlich, die Oberstreberin muss natürlich hier wieder den ganzen Unterricht leiten. Du bist ja die Lehrerin, sorry. Also Frau Schmidt, wir sind in Unit 7 auf Seite 83, da oben bei dem Bild da oben links. Ach super, ja. Wie wäre es, wenn ihr da einfach die erste Aufgabe von der Seite macht? Das wäre super. Hier, Frau Schmidt. Ja, Richie? Also, der Herr Chillich hat gerade nach Ihnen gerufen. Ganz, ganz schnell sollen Sie wohl dahin. Oh, ach, also entschuldigt, Kinder, ich muss ganz kurz weg. Herr Chillich ruft nach mir. Vielleicht kriege ich ja eine Festanstellung. Ach, das wäre toll. Er meinte, er trifft Sie unten auf dem Schulhof. Genau. Die ist sowas von doof. Ach, Richie, das kann doch echt nicht sein. Du bist schon immer zu uns so gemein. Aber jetzt mobbst du auch noch die Lehrerin. Tja, was kann ich denn dafür? Das macht man nicht. Oh Mann, diese arme Vertretungslehrerin, was sagst du denn dazu, Pia? Also, als ob es nicht reicht, dass der uns schon immer so fertig macht. Genau, also, ich frag mich, wie es Mr. Handsome geht, Mann! Ach, Pia, du mit deinem Mr. Handsome, du übertreibst langsam voll, der hat bestimmt eine Erkältung oder vielleicht hat er Fieber oder vielleicht hat er sich den Knöchel gebrochen, keine Ahnung. Richie, was machst du denn da vorne an der Tafel? Ja, was wohl? Nur die Wahrheit sagen, also die Frau Schmidt, die stinkt nach Schimmelkäse. Richie, warum machst du sowas denn? Wie, darum? Die Frau Schmidt, weil ich's will. Das ist nur eine Vertretungslehrerin ja, und das ist auch nur ein Mensch. Ja und, was hat dich das jetzt zu interessieren? Musst du dich ja, ich jetzt wieder für ihn hier einsetzen? Oh, Hanna, was ist denn jetzt mit Mr. Handsome? Weißt du da vielleicht mehr? Ich meine, dein Vater ist doch mit ihm befreundet. Pia, lass mich in Ruhe mit deinem Mr. Handsome. Genau, Pia. Vielmehr solltest du dich fragen, warum Frau Schmidt nach Schimmelkäse riecht. Was? Oder stinkt. Och Mann, Frau Schmidt stinkt nach Schimmelkäse. Das ist echt gemein. Wo ist denn der Schwamm? Ich wisch das wieder weg. Ach, was soll das denn? Da war ich einen Augenblick mal weg und wollte zu Herrn Chillich und der war aber schon weg. Ach, wer hat denn das da an die Tafel geschrieben? Warst du das? Nein, ich war das nicht. Ich wollte das gerade wegmachen, weil ich das echt gemein finde. Also, Also, Hanna, wirklich, Frau Schmidt stinkt nach Schimmelkäse. Das stimmt gar nicht, Frau Schmidt. Sie riechen nach Rosen. Ja. Also, Hanna, wie kannst du sowas nur schreiben? Ach. Also, Hanna, ich kenne dich zwar nicht, aber du warst bislang wirklich eine zuvorkommende Schülerin. Warum schreibst du denn sowas Gemeines an die Tafel? Ich mag nicht mal Schimmelkäse, überhaupt kein Schimmel. Ekelhaft. Also, ich war das nicht. Also, ich finde gar nicht, dass sie nach Schimmelkäse riechen. Das hat jemand anders geschrieben, aber ich will jetzt auch nicht petzen. Hanna, warte. Du brauchst es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Hey, sag mal, was wollt ihr denn? Wollt ihr das auch sagen? Oh Mann, was wollen denn jetzt die ganzen Streber da vorne? Eigentlich wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einfach abzuhauen. Frau Schmidt, sagen Sie mal, haben Sie jetzt was Neues zu Mr. Handsome gehört? Ich mache mir wirklich Sorgen. Je länger das dauert und ich nichts weiß, ich drehe noch durch. Oh, Pia, nee, jetzt nicht. Frau Schmidt, das war der Richie, der schon die ganze Zeit so komische Sprüche von sich gegeben hat. Das war er. Was? Richie war das? Der aus der letzten Reihe? Ach, der hat mich schon öfter heute reingelegt. Ich verstehe das nicht. Das mit der Unit, jetzt das noch mit Herrn Chillich und das mit der Tafel. Ich habe ihm doch gar nichts getan. Oh, toll, jetzt kommt sie hier nach hinten. Herr Chillich wartet immer noch auf Sie. Also, Freundchen, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Doch, wirklich, natürlich. Nein. Warum sollte ich denn lügen? Und deine Klassenkameraden haben mir gesagt, du hast das da an die Tafel geschrieben. Ist das wahr? Nein, ich war das nicht. Warum sollte ich sowas machen? Sie riechen doch nach Rosen und nach Tulpen also, oder auch nach... Also, ich habe Zeugen. Vielleicht sollten wir ja mal mit Herrn Chillich darüber reden. Oh nein, bitte und seine nicht Meinung einholen. Oh nein. Oh nein, da muss ich jetzt schon das 6. Mal zu Herrn Chillich diese Woche. Oh Mann. Ja gut, ich war's. Kann ich jetzt nach Hause?
Ach, Dave, danke, dass du es gemacht hast. Aber warum hast du das denn nicht selber gesagt? Ja, ich habe mich irgendwie nicht getraut, weil dann sagt Richie wieder, ich wäre eine Petze und Streberin und alles. Guck doch mal, was er gemacht hat. Also bei anderen hätte ich gesagt, ja gut, okay, komm, verpetzt sie nicht, wäre es bei Pia oder bei mir, ne, oder bei John oder so, aber bei Richie doch nicht. Zum Glück hat Frau Schmidt euch geglaubt, weil sonst hätte ich noch Ärger bekommen. Ach Leute, könnt ihr euch nicht mal irgendwie was anderes kümmern? Was ist jetzt mit Mr. Handsome los? Ich muss unbedingt mehr erfahren. Können wir nicht eine Telefonkette oder so bilden? Oh Leute, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Ich will jetzt Wochenende haben und die Stunde ist sowieso gleich vorbei in 2 Minuten. Ich bin weg. Ciao. Kannst du mir jetzt mal bitte erklären, warum ich nicht mit ins Kino darf? Ich verstehe das nicht. Emma, wie häufig soll ich das denn jetzt noch sagen? Das ist ein Kinoabend von Dave und mir, also ein Date, nur wir beide. Unser erster gemeinsamer Kinoabend und da hast du nichts zu suchen. Oh, ich verstehe das immer noch nicht. Ihr könnt mich da einfach mitnehmen. Ich koste auch keinen Eintritt und ich setze mich da hin und bin leise. Könnt ihr mich nicht einfach mitnehmen? Emma, tut mir leid, aber oh, nein. Oh Mann. Na, Hannah, bist du schon bereit für den Kinoabend? Ich bin irgendwie schon total aufgeregt, Mama, weil das ist ja das allererste Mal, dass Dave mich ins Kino einlädt. Wisst ihr denn schon, welchen Film ihr euch ansehen möchtet? Ach, da macht Dave ein richtiges Geheimnis raus. Das hat er mir noch nicht verraten. Er meinte nur, der Film passt gut zu mir und wir werden bestimmt viel lachen. Also ich bin echt mal gespannt. Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich erinnere mich noch daran, als ich mein erstes Kinodate hatte. Sag mal, hast du dir eigentlich die Klamotten geholt, die du dir ja schon ausgesucht hattest? Ja, habe ich, Mama. Zieh ich auch gleich direkt an. Und Hannah, wenn du magst, dann kannst du ein klein bisschen Schminke von mir nehmen. Aber wirklich nur dezent. Oh, klasse, toll. Also ich werde mich jetzt umziehen und dann direkt an den Schminktisch von Mama gehen. Hey, Hannah, na, alles klar? Du, was machst du? Hast du irgendwas vor? Ich gehe heute ins Kino. Oh, ins Kino? Das ist ja cool. War ich schon lange nicht mehr. Welchen Film schauen wir uns denn heute an? Ey, Julian, du hast da was falsch verstanden. Du kommst nicht mit. Doch, natürlich komme ich mit. Wenn jemand ins Kino geht, dann komme ich natürlich mit. Also du erwartest doch jetzt nicht, dass hier alle ins Kino gehen und ich einfach zu Hause bleibe und ihr mir danach erzählt, wie der Film war. Das geht gar nicht. Oh Mann, das wird nicht einfach. Wie werde ich Julian denn jetzt los? Ah ja, jetzt weiß ich. Der Trick wird funktionieren. Also Julian, dann mach dich mal fertig. Ja, okay. Wir treffen Dave in 1 Stunde am Kino. Was? Dave kommt mit... Achso, genau, Dave. Tut mir leid, ich habe leider heute doch keine Zeit. Ich kann doch nicht mit. Das tut mir echt leid. Bitte nicht traurig sein. Tut mir leid. Hat geklappt. Meine Geheimwaffe. Obwohl ich echt nicht verstehen kann, warum Julian Dave nicht leiden kann. Ich finde ihn so süß. Tada, umgezogen bin ich. Und ich glaube, mein neues Outfit wird Dave richtig gut gefallen. So, und jetzt wollte ich ja noch ein bisschen Schminke auflegen. Und ich habe auch extra schon ein paar Videos geschaut. Also die in den letzten Wochen immer mal wieder. Und ich glaube, ich kriege das hin. So, womit fange ich wohl am besten an? Hannah, denkst du bitte daran, nur dezent schminken, nicht zu viel. Ja, Mama, ich habe mir doch Videos angeschaut. Ich weiß, wie das geht. Ich kriege das hin. Das wird richtig toll aussehen. Dann fange ich mal an mit dem Eyeliner. Jetzt noch der Lippenstift. Oh, der passt perfekt zu mir. Oh, schön. Also der rote Lippenstift, der passt echt toll zu mir. Und dieser grüne Lidschatten extra passend zu meinem Oberteil. Der wird echt begeistert sein. So, ich glaube, ich bin fertig. Eine Tasche fehlt noch. Und Mama hat gesagt, ich darf mir eine von ihr leihen. Dann gehe ich mal in den Schrank und schau mal, welche mir gefällt. Ich wollte nur kurz... Wer bist du denn? Ein Monster! Hilfe! Hilfe! Können wir die Geisterjäger rufen? Wir haben hier wieder ein Monster hier! Was? Wo? Monster? Das muss wieder eine Idee von Julian gewesen sein. Ich fühle mich richtig gut. Ich freue mich so. Wir werden einen echt tollen Abend haben, Dave und ich. Julian, ich habe dir gesagt, wir teilen uns das vernünftig auf. Also die Hälfte der Pizza gehört dir, die Hälfte der Pizza gehört mir. So hatten wir das doch abgeklärt. Ja, aber ich muss die Hawaii-Pizza essen und das will ich gar nicht. Ananas auf Pizza, das geht doch gar nicht. Das kannst du ruhig haben. Ich will die Thunfischhälfte. Ach, Jungs, wenn ihr so weitermacht, dann gibt's gar keine Pizza für euch. Dann nehme ich die und Hannah oder Emma vielleicht. So, Leute, ich will los. Na, wie sehe ich aus? Oh Mann, oh Mann. LOL, was ist das denn? Wie siehst du denn aus? Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass der Zirkus in der Stadt ist. Hey, müssen wir eigentlich Eintritt zahlen jetzt? Hanna, also ich hab doch gesagt, dezent, also... Julian, bist du jetzt wohl ruhig? Hanna, Liebes, du siehst ganz, ganz toll aus. Schatz, schaust du mal kurz nach ihr? Julian, bist du jetzt wohl ruhig? Was habt ihr denn? Ich habe extra natürliches Make-up eingegeben. Oh. Und ich habe mir extra dieses Video angesehen. Das Mädchen im Video hatte das auch so. Bist du dir sicher, dass das ein Mädchen war und nicht ein Clown? Oh Mann,
oh Mann, fehlt ja nur noch die rote Nase. Warte, vielleicht haben wir das ja noch in der Garage. Papa, komm. Oh Mann, Julia, bist du jetzt ruhig? Psst, bist du jetzt so? Wir gehen dann ins Wohnzimmer, Schatz. Claudia, kümmerst du dich darum? Hanna, Liebling, ich finde, du siehst ohne Schminke viel schöner aus. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn du es einfach abwäschst. Natürlich steht dir besser. Ach, warum denn, Mama? Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich wollte immer schon gern mal Lippenstift tragen. Lippenstift ist auch was ganz Tolles, aber du hast es vielleicht ein bisschen zu gut damit gemeint. Wie wäre es denn, wenn wir uns mal gemeinsam schminken, aber heute nicht? Papa, Papa, also wollen wir vielleicht hier an die Luxusvilla sowas hängen wie die Clownschule? Julian, bist du jetzt ruhig? Julian. Oh ja, ich habe ja schon verstanden. Jetzt muss ich mich wieder abschminken. Jetzt habe ich mich zum ersten Mal geschminkt und ich finde, dafür sieht das echt klasse aus. Und jetzt alles wegwaschen? Ach, Hanna, Übung macht den Meister. Also wasch dir bitte dein Gesicht, bevor du morgen in der Zeit, Dave dich so sieht. Was wäre denn, wenn Dave mich so sieht, hm? Also ich glaube, er wird meinen Lidschatten ganz toll finden. Aber naja, gut, dann gehe ich jetzt eben ins Bad. Ah, da ist schon wieder das Monster. Ich dachte, jetzt ruft jemand die Geisterjäger. Hilfe! Ach, ich bin das Monster? Also, vielleicht habe ich doch ein bisschen übertrieben. Ich dachte, das sieht toll aus. Hallo, guten Morgen. Hey Emma, da bist du ja. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Hi Clara. Hausaufgaben? Ich habe Hausaufgaben gemacht und mache Hausaufgaben? Guck mal, da ist Emma, die Streberin. Lass uns sie doch mit Papierkügelchen bewerfen. Good morning, Kids. Good morning. Tut mir leid, ich bin ein bisschen spät dran heute. Lennart, Leon, was soll das da? Der Unterricht geht doch jetzt los. Setz dich lieber hin, sonst müssen wir noch eine Extraaufgabe machen. So, ihr solltet euch ja eigentlich vorbereiten, die Vokabeln der Unit 2, ne? Und ich werde euch gleich auch abfragen. Emma, kannst du die Vokabeln? Ich habe gestern Abend noch ganz doll geübt. Vokabeln? Was soll das sein? Ich habe das noch nie gehört, das Wort. Gut, dann fange ich mal hier vorne an. Was heißt denn spielen? Die Vokabel weiß ich. Ich weiß sie. Play. Okay, dann du. Was heißt denn gehen? Walk. Sehr gut, ihr habt ja richtig drauf. Machen wir eine Reihe dahinter weiter. Lächeln. Smile. Okay, als nächstes wäre dann ja Emma dran. Die kann das ja sehr, sehr gut. Gut, Emma, was ganz, ganz Einfaches. Springen. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann keine Vokabeln. Weiß das die Streberin etwa nicht? Sonst ist sie doch immer die Beste in Vokabeln. Was, redest du gerade mit mir? Quatsch mich nicht von der Seite zu. Ich weiß überhaupt nichts über Vokabeln. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Oh, okay. Also Emma, das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht von dir. Du bist doch sonst immer so eine Musterschülerin. Ja, da muss ich leider jetzt wohl ein Kreuz machen, dass du die Hausaufgaben vergessen hast. Tut mir leid. Hausaufgaben vergessen? Ich wusste überhaupt nicht, was dass wir Hausaufgaben machen müssen. Alles klar, dann geht's weiter da bei Leon. Vielleicht Stift. Pen. Okay, dann bleibt ja nur noch einer über. Wie sieht's denn aus mit Federmappe? Pencilcase. Also, ich bin nicht oft stolz, aber heute ja. Also, ihr habt richtig gut mitgemacht und ihr habt ja alle die Vokabeln gelernt. Sehr schön, also fast alle. Ja, aber Emma, du weißt, das muss ich jetzt leider ins Klassenbuch eintragen, ne? Tut mir leid. Klassenbuch? Ich kann doch nicht lesen und das sind Bücher, die ganze Klasse lesen muss? Also Emma, irgendwie bist du heute ganz, ganz komisch. Gut, morgen dann die nächste Unit, ne? Müsst ihr auch nur bis zur Hälfte machen. Und Emma, also von dir erwarte ich natürlich, dass du morgen auch Unit 2 kannst und auch Unit 3, ne? Also ich bitte dich drum. Also ich verstehe überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll und ich verstehe auch nicht, was meine Aufgabe ist. Naja gut, okay, jetzt ist ja erstmal große Pause. Emma, kommst du mit raus? Ja, komm raus! Pause? Da kenne ich mich besser mit aus. Da können wir zusammen spielen. Das kann ich gut. Ich weiß schon, was wir spielen. Lass uns Mädchen fangen, die Jungen spielen. Hast du das gehört? Die Mädchen wollen uns fangen. Die Mädchen wollen uns fangen. Schnell weg hier. Komm schnell, Emma. Wir packen uns die Jungs. Hey du, ich hab dich gefangen, stehen geblieben. Hey du Streberin. Hey du. Du bist zwar voll die Streberin, aber ich mag dich. Ich finde dich voll süß. Das klingt jetzt schon wie bei Hannah und Dave. Ich habe aber gar keinen Freund. Das war echt eine coole Pause. Weißt du was, Clara? Dieser Lennart oder Leon, ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Der hat gesagt, dass er mich süß findet. Boah, der ist bestimmt in dich verknallt. Aber ich finde ihn irgendwie auch ganz nett. Was macht denn die Frau da vorne? Hallo Kinder, ich habe eure Mathearbeiten mit dabei. Die gibt's heute zurück. Mathearbeiten? Ich gehe doch noch gar nicht arbeiten. Das ist bestimmt die Mathelehrerin. Also, die Arbeit, die ist,
sehr gut ausgefallen, bei manchen sogar besonders gut. Bitteschön, Emma Vogel. Ich habe noch gar keine Mathearbeit geschrieben. Aber so wie das aussieht, gehört das hier mir. Ich guck mal rein. Also das ist einfach bemerkenswert, dass die kleine Schwester von Hanna Vogel wirklich Mathematik kann. Hanna kann das hingegen gar nicht. Was ist das denn mit dem Rot? Das ist bestimmt alles falsch. Emma, du hast ja eine 1+. Wow, das ist die beste Note. Die Streberin hat wieder eine gute Note. Ich habe eine 1+. Ich habe die beste Note. Wie kann das sein? Ich bin gut in Mathe. Ich bin Mathe-Genie. Ich bin Mathe-Genie. Ich kann alles richtig gut. Also nur Mathe. Ich bin Mathe-Genie. Oh, ich bin gar nicht mehr im Klassenzimmer. Ich bin wieder in meinem Bett. Und ich glaube, es war alles nur geträumt. Aber irgendwie bin ich ganz froh darüber, dass ich nicht in der Schule bin, weil ich konnte das ja alles gar nicht. Und ich war auch schon im Klassenbuch. Ich glaube, bis ich in die Schule kann, muss ich noch ganz viel lernen. Aber das mit der 1+ fand ich trotzdem gut. Ob ich wohl später auch so gut in der Schule bin? Los, Pferdchen, du musst schneller reiten. Wir kommen sonst viel zu spät ins Ziel. Ich will das Turnier gewinnen. Oh, Emma, ich kann nicht schneller. Ich bin kein richtiges Pferd. Los! Oh Mann, du weißt doch nicht, wie viel du wiegst. Oh, wenn du nicht schneller reiten willst, dann muss ich dir wohl die Sporen geben. Emma, lass das sein. Also du kannst mich nicht einfach treten, das geht nicht. Na, ihr beiden, was macht ihr denn da? Ich wollte euch eigentlich nur Bescheid geben, dass heute Badetag ist. Oh Mama, das kommt gerade ganz ungelegen. Ich bin gerade im Pferdeturnier. Ich muss unbedingt gewinnen und mein Pferd ist viel zu langsam. Oh, das Pferd kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Das Pferd braucht eine Pause. Am besten in einer Badewanne. Hey! Ja, ich bin schneller. Ich will als erstes baden. Oh Mann, also mit dem Pferd nehme ich nicht nochmal am Pferdeturnier teil. Ich bin sowieso Letzte geworden. Alles klar, Julian. Dann kannst du als erstes. Ich bereite schon mal das Badewasser vor. Hey, aber ich will auch in die Badewanne. Ich bin aber Erster und ich möchte nicht zu zweit baden. Nee, es ist nicht, möchte ich nicht. Also du musst dich hinten anstellen, nach mir erst. Emma, das musst du wohl akzeptieren. Also Julian als Erstes und du kannst dann als Nächstes. Ich hoffe, das Wasser ist so angenehm und nicht zu heiß. Ansonsten weißt du ja selber, wie man das Wasser aufdreht, oder? Ja, ist ja gut. Aber kann ich mir wenigstens aussuchen, also mit was ich baden will? Dieser Badezusatz oder wie man das auch nennt? Ach, kannst du dir aussuchen, Julian. Oh, du weißt ja, wo die Sachen stehen. Ich mach schon mal das Mittagessen. Na, dann schauen wir doch mal, was wir hier in der Kiste so haben. Nene, mene, mu, und raus bist du. Na, herzlichen Glückwunsch, na, mit dir bade ich heute. Mariechen? Oh, wow, das ist ja ganz schön blau. Oh, Julian braucht ja noch eine halbe Ewigkeit im Badezimmer, ich hab Hunger. Bleib einmal stehen geblieben. Sag mal, kennst du dieses Zeug hier? Ich hab damit noch nie gebadet, aber ich weiß, dass Mama das immer für ihre Beine nimmt. Also wenn das so ist, was für Mama gut ist, das kann für mich ja gar nicht schlecht sein. Also benutze ich's auch. Ab rein damit und gar nicht erst geizen, ne? Schön ganz viel rein. So, und jetzt nur noch raus aus den Klamotten und rein in die Wanne. Oh, ist das entspannend und angenehm, aber irgendwie riecht das komisch. Na, egal. Oh, ist Julian jetzt immer noch in dieser Badewanne? Das Essen dauert noch und mir ist total öde. Julian, jetzt geh doch endlich raus. Ich will auch noch baden. Puh, hier stinkt's total. Was ist das denn? Hast du ins Wasser gepupst? Emma, du bist jetzt noch nicht dran. Raus hier aus dem Badezimmer. Ich möchte mich einfach doch nur mal entspannen. Das geht aber nur ohne dich. Ist ja gut. Ich gehe erstmal noch eine Runde spielen. Das dauert 3 Tage, bis er fertig ist. Also, wenn du mich so hetzt, dann bleibe ich hier noch länger drin. Dann mach's mir richtig bequem. Also, die Spiegeleier, die müssten jetzt auch schon fertig sein. Kinder, kommt ihr dann zum Essen? Julian, bist du immer noch in der Badewanne? Ja, ich komme ja schon runter. Oh, ich wäre noch viel länger hier drinnen geblieben, gerne. Oh, toll, jetzt habe ich das Handtuch vergessen. Oh, hier wird alles nass. Naja, zum Glück war ich ja nicht komplett drinnen, sondern nur bis zum Bauchnabel. Tja, da bin ich schon wieder trocken. Was ist denn mit meinem Bein passiert? Wo bin ich denn? Was ist das? Oh mein Gott, das geht auch nicht ab. Was ist das denn? Oh Mann. Oh Mann, Emma. Ich wollte doch gar nicht hier bei Avatar mitspielen oder so. Was ist denn Julian mit Julian los? Bist du jetzt endlich fertig mit dem Baden? Emma, guck doch mal. Guck dir mal meine Füße an. Ich glaube, ich bin auf irgendwas allergisch. Oh, bitte nicht auf Wasser. Julian, ich will es dir ja nicht sagen, aber deine Füße sind blau. Ja, ach. Ja, vielen Dank, Doktor. Das habe ich auch schon gesehen. Was passiert denn jetzt mit mir? Werde ich zum Hulk, aber nur im Blau? Oh, das wäre was, der blaue Hulk. Ich glaube weniger. Ich glaube, du hast die Schlumpfkrankheit. Was? Oh mein Gott, bitte nicht die Schlumpfkrankheit. Alles nur nicht die Schlumpfkrankheit. Das ist sowas von... was ist die Schlumpfkrankheit? Na, dann verwandelst du dich in einen Schlumpf. Ich gehe jetzt nach unten zum Mittagessen. Ich habe nämlich einen riesen Kohldampf.
Aber du kannst mich doch jetzt hier nicht einfach alleine lassen. Wie, ich werde ja zum Schlumpf. Oh, das ist sowas von nicht gut. Mama, jetzt lass doch mal endlich das Essen rüberwachsen. Ich hab Hunger. Ja, es kommt ja sofort. Sag mal, wo steckt denn Julian? Den habe ich doch auch gerufen. Julian, der kann nicht kommen. Der hat die Schlumpfkrankheit. Wie, Julian ist krank? Aber dem ging's doch gerade noch gut. Ach. Oh, ich krieg hier noch zu viel. Mama, was hast du nur mit mir getan? Oh, muss ich jetzt ins Krankenhaus oder was? Oh, wollte ich eigentlich nicht. Oh nein, Mama hat immer gesagt, ich soll nicht so viel Tablet spielen. Ist das jetzt die Strafe dafür? Oh, bitte nicht. Julian, ich hab dich doch zum Essen gerufen. Warum kommst du denn nicht? Mama, sieh mich an. Ich hab die Schlumpfkrankheit. Komm mir nicht zu nahe. Ich weiß auch nicht, ob es ansteckend ist. Es sei denn, du möchtest ein Schlumpf werden. Was ist denn mit deinen Beinen passiert? Das frage ich mich auch. Die Schlumpfkrankheit? Davon habe ich ja noch nie was gehört. Mama, ich wusste es auch nicht, aber... Das sind wahrscheinlich meine letzten Minuten als wirklicher Julian. Dann bin ich der Schlumpf-Julian und hab wahrscheinlich auch nicht mehr diese wunderschönen Haare. Also, tschüss, auf Wiedersehen. Leb wohl, Mama. Ach, Julian, erzähl jetzt nicht so einen Quatsch. Ich guck mir das mal genauer an. Das erinnert mich an irgendwas. Und auch der Geruch? Was ist das nur? Ich kenne diesen Geruch. Mama, bitte lass mich nicht alleine. Kann ich nicht irgendeine eklige Medizin bekommen, also die ihr sonst immer so trinkt und die so eklig ist und nicht süß ist? Hauptsache, ich werde wieder... Oder ich werde nicht zum Schlumpf. Außer ich werde zum blauen Hype. Dann ist okay. Julian, du kommst jetzt einmal mit ins Badezimmer. Oh nein, nicht ins Badezimmer. Julian, was hast du für das Badewasser genommen? Das hier, dieses Zeug hier, dieses ganz, ganz schlimme Zeug. Das? Ja. Oh, ach, Herr Jemini, Julian, weißt du, was das ist? Julian, das ist Jeans-Färbemittel. Damit färbe ich meine Hosen ein, damit sie so schön blau sind. Und jetzt hast du genauso schöne blaue Beine. Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich verwandle mich zu einer Jeanshose. Oh Gott, dabei will ich doch... Ich will jetzt doch ein Schlumpf werden. Doch, bitte keine Jeanshose. Dann zieht mich die ganze Zeit bestimmt Emma an und pupst mich in mich rein. Ach, Julian, nein. Aber bitte verkauf mich nicht als Jeans, bitte. Nein, Julian, du wirst dich nicht in eine Jeans verwandeln. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen Entfärber drauf machen. Dann sollten deine Beine wieder in Ordnung sein. Was? Keine Schlumpfkrankheit. In diesem Haus herrscht ein totales Chaos. Nachdem jetzt Claudia und Emma natürlich weg sind, die sind ja mit dem Kochclub unterwegs jetzt für 2 Wochen, Venedig, Paris, Rom und dann noch nach London. Oh Mann, da herrscht hier das totale Chaos. Das heißt, ich muss wohl aufräumen. Ja, natürlich, der Papa. Dabei fällt mir jetzt eigentlich auf, Claudia macht schon echt viel im Haushalt und ich helfe eigentlich sonst gar nicht. Naja, sollte ich auf jeden Fall in Zukunft mal machen, weil das ist ja echt viel Arbeit. Naja, was hat das denn hier in der Küche zu suchen? Das ist doch von Julian, oder nicht? Der Baseballhandschuh und der Baseball. Oh, Julian! Der ist bestimmt noch am Schlafen. Und dann hier noch die Teller von gestern Abend. Naja, macht natürlich keiner außer mir. Naja, ich sollte die Spülmaschine anräumen und vielleicht auch mal einen anwerfen. Naja. Oh, die Wurst riecht aber auch schon irgendwie komisch. Er sollte schnell mal in den Kühlschrank, oder? Ja, doch, in den Kühlschrank, ab damit. Hanna! Ja, Hanna ist wahrscheinlich auch noch am Schlaf. Ja, was sollen denn die Schulsachen hier und dann noch irgendwelche Werbeprospekte? Das muss doch alles irgendwie hier weg. Ach, alles hier durcheinander, super. Und wer muss das natürlich wieder aufräumen? Der Papa, selbstverständlich. Gerade so ein Reiseprospekt, den brauchen wir doch gar nicht. Jetzt da, wo auch Claudia und Emma weg sind, also das erinnert mich nur daran, dass sie jetzt für 2 Wochen nicht da sind. Toll, das kann erstmal in den Müll. Oh, wird heute nicht die Papiertonne geleert? Oh, ich sollte mich beeilen. Oh, so anstrengend war das doch gar nicht. Das Haus sieht auch jetzt schon wieder blitzeblank aus. Jetzt nur noch die Kinder wecken und das war's, glaube ich, schon für heute. Naja, bis die Kinder wieder da sind. Was für ein Service. Ich bringe sogar Hannah jetzt ihre Schulsachen ins Zimmer. Dabei ist das eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Super Papa bin ich. Guten Morgen, Hannah. Hey, Hannah, aufstehen. Aufstehen, du musst zur Schule. Ich habe dir auch deine Sachen hier von der Küche auf deinen Schreibtisch gelegt. Och, Papa, ich will noch nicht aufstehen. Noch 5 Minuten. Ja gut, okay, aber wirklich nur 5 Minuten, Hannah. Ich bereite auch schon das Frühstück vor und dann wollte ich noch mal gucken, was der Julian so macht. Der sollte langsam mal auch aufstehen. Hey, hey, du kleiner Rabauke, aufstehen. Nee, Papa, kannst du knicken. Also wenn Mama mich nicht weckt, dann stehe ich nicht auf. Also Mama muss das machen. Tut mir leid, also bleibe ich die nächsten paar Tage erstmal hier im Bett. Das hättest du wohl gerne. Nee, du stehst gleich bitte auf. Ich gehe jetzt schon mal nach unten. Also Julian, in 5 Minuten bist du wach. Also das war doch auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum sich Claudia morgens immer so anstellt. Also ich fand das überhaupt gar kein Problem. Und jetzt nur noch das Frühstück vorbereiten. So, das Pausenbrot ist auch schon fertig, ein bisschen Obst auch. Also besser geht's doch gar nicht. Ich glaube, ich sollte nominiert werden für den besten Vater der Welt. Also, wo bleiben die denn eigentlich? Kinder, kommt jetzt bitte runter. Runter, Julian, Hannah, die 5 Minuten sind schon längst um. So, schnell noch meine Sachen in den Rucksack packen. Aber Moment, wo ist denn? Der Reiseprospekt ist nicht mehr da. Och nein, den muss ich doch mitbringen. Jeder soll doch sowas ausschneiden und mitbringen. Oh, sag bloß, Papa hat das weggeworfen. Papa! Hannah, nicht so laut bitte. Ich bin gerade erst aufgestanden. Meine Ohren, das tut ein bisschen weh. Hallo.
Oh Mann, das sieht gar nicht so schlecht aus. Hey, Papa, gute Arbeit hast du hier geleistet. Ich habe auch richtig Hunger. Papa, da bei meinen Heften, da war noch so ein Reiseprospekt dabei. Ja? Das brauche ich ganz dringend. Das sollen wir heute mit in die Schule bringen. Oh. Das ist meine Hausaufgabe. Wie? Okay. Also ich weiß jetzt zwar nicht, wozu du das brauchst, aber du meinst nicht dieses kleine gelbe Heftchen, oder? Doch, Papa, genau das. Wo ist das? Oh, das, ja. Das ist nicht mehr da. Das ist jetzt bei der Müllabfuhr. Sorry. Oh Mann, toll. Jetzt kriege ich wegen dir Ärger in der Schule. Dann gehe ich jetzt direkt. Nicht, dass ich auch noch zu spät komme. Aber Hanna, Liebes, das hättest du doch nicht auf dem Küchentisch liegen lassen sollen. Und, oh Gott, jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen. Oh, toll. Ihre Hausaufgaben sind jetzt weg und das nur wegen mir. Da dachte ich mir, komm, heute Morgen machst du einen super Job und dann sowas. Klasse. Hey, Papa, ist doch super, dass Hanna jetzt weg ist. Dann haben wir mehr Brötchen hier für uns. Na, super, du kannst mir noch mehr Brötchen schmieren. Aber los, jetzt, mach schon, hinne. Ach, war gar nicht so schlimm, dass dieser Reiseprospekt im Müll gelandet ist. Ich konnte bei Dave mit reingucken und die Lehrerin fand es auch nicht so schlimm. Und auf dem Rückweg von der Schule habe ich noch was besorgt. Das werde ich gleich brauchen. Oh, hoffentlich geht mein Plan auf. Ich habe schon mal alles vorbereitet im Badezimmer. Und jetzt fehlt nur noch Papa. Hey Kinder, ich bin wieder da. Seid ihr schon zu Hause? Hanna, Julian. Ach, hallo Hanna. Hey Papa. Na, wie war's in der Schule? Und wegen heute Morgen, das tut mir wirklich immer noch sehr, sehr leid. Ich hoffe, es gab dafür keinen Ärger in der Schule wegen diesem Reiseprospekt. Doch, es gab riesengroßen Ärger. Oh nein. Und du kannst es nur wieder gut machen, wenn du dich jetzt von mir frisieren lässt. Wie, du willst mich frisieren und das war's? Dann ist wieder alles gut? Ja gut, okay, aber gab's keinen Ärger in der Schule? Irgendwelche... Oh, ich frag lieber nicht. Okay, alles klar, alles gut. Das wird gut. Ich hab mal hier die Farbe versteckt. So, okay, ich wäre dann soweit. Ich bin auch soweit. Tada, Papa, da kannst du dich hinsetzen und dann geht's los. Du meinst das ja ziemlich ernst. Ja. Aber Hanna, Liebes, eine Sache müssen wir hier klarstellen. Du willst mir jetzt aber nicht die Haare schneiden oder so. Nee, schneiden mache ich nicht. Ach, Gott sei Dank. Oh, Papa, du hast so lange Haare. Du kannst dir einen Zopf machen. Wie? Das steht dir gut. Sicher? Ich glaube eher nicht. Nein, Hanna, Liebes, lieber nicht. Guck doch mal in den Spiegel, Papa. Wow, ich sehe ja ziemlich hübsch aus. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber lieber nicht, die Jungs auf der Wache. Nee, das wäre nur ein Spektakel morgen. Nee, bitte kein Zopf, Hanna. Na gut, dann probiere ich was anderes aus. Ha, du bist fertig, Papa. Sieht total klasse aus. Also, habe ich wieder meine alte Frisur? Ja, könnte man so sagen, dass das deine alte Frisur ist, Papa? Ja, ist doch schön. Ein bisschen Haarpflege und so, habe ich doch nichts gegen. Danke. Hey Leute, ich bin wieder da. Hey, sag mal, oh Mann, warum sagt denn keiner Hallo? Julian Vogel ist da, hallo. Wie wär's mal mit einer Show oder so? Hallo? Ja, Julian, wir sind hier rum. Hanna, ich geh mal kurz runter. Okay. Du hörst es, dein Bruder ist da. Julian, du brauchst nicht jedes Mal eine Szene machen, wenn du nach Hause kommst. Wie war's denn in der Kita heute? Ich hoffe, es gab keinen Ärger oder so. Nee, gab keinen Ärger, aber... Wow, Papa! Wie siehst du denn aus? Anscheinend gab es hier zu Hause aber schon ein bisschen Ärger oder so. Was ist das denn für Haare, bitte? Oh Mann. Julian, du übertreibst doch wieder. Vielleicht ist man eine Strähne vielleicht verrutscht oder so. Hanna hat mich ein bisschen frisiert, mehr auch nicht. Papa, willst du dich vielleicht jetzt mal sehen? Ich habe hier den Spiegel für dich. Hanna, war das dein... Wow, hätte ich von dir wirklich nicht erwartet. Coole Sache, ist ein echt cooler Prank. Ist dir wirklich gelungen. Ist richtig gut geworden. Ein was? Ein Prank? Was ist das denn jetzt? Hier Kinder, ich verstehe nicht, Papa. Was los ist. Also, ja, dann zeig mal her. Also ich finde, du siehst wunderhübsch aus, Papa. Oh nein. Also, Hanna Vogel, jetzt hast du wirklich den Vogel abgeschossen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wie soll ich denn so auf die Wache bitte gehen? Bist du denn völlig verrückt geworden? Wie kommst du auf meine Haare zu färben? Und dann noch in dieser Farbe, sag mal. Geht's doch? Ach, Papa, reg dich nicht so auf. Jetzt sind wir quitt und du kannst es auch wieder auswaschen. Oh, Gott sei Dank. Oh, mein Herz. Bist du sicher, dass das hier am helllichten Tag heute klappt? Also hast du das alles gut geplant? Oh mein Gott, immer diese Nachfragen. Ja, natürlich. Ich habe das alles super geplant. Und dann noch unsere Klamotten hier. Extra vom Kostümverleih, damit wir aussehen wie richtige Polizisten. Los, schnapp dir die erstbesten Sachen. Oh ja, beruhig dich. Ich will doch nur auf Nummer sicher gehen. Mann, oh Mann. Schau dir diese Küche an. Die ist echt toll. Da können wir ein paar tausend Euro mitmachen, wenn wir die verkaufen. Stimmt. Ist das eine Einbauküche? Oh, klasse, damit werden wir reich. Boah, hast du den Kaffeevollautomaten gesehen? Der ist ja toll. Dafür kriegen wir richtig Asche. Und einen Mixer. Und das Regal, das sieht auch gut aus. Und das Telefon. Boah, ich sag dir, du hast das Haus echt gut ausgewählt. Das wird ein Jackpot. Oh, ein richtiger Jackpot, sag ich dir. Schau dir mal dieses Wohnzimmer an. Das ist ja klasse. Und das ist hier ein ganz neuer LED-TV. Oh, ich sag dir, wir sind reich. Oh, zum Glück ist die Mutter in Urlaub geflogen. Ha, 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 ha.
Und ich sag dir, wenn uns jemand hier erwischt, sagen wir einfach, wir sichern den Tatort. Oh, klasse, Polizisten als Verbrecher, darauf kommt niemand. Ach Mensch, erzähl doch nicht so viel. Ich hab schon die ersten Sachen eingepackt. Beeil dich. Oh, ich liebe dich dafür. Ich geh jetzt nach oben und schau mal, was es da so gibt. Und ich sag dir, Schatz, danach geht's in Urlaub. Auf die Bahamas. Oh, klasse. So, was haben wir denn hier im Badezimmer? Eine Dusche, eine Badewanne, oh, die Waschmaschine, die nehme ich auf jeden Fall mit. Wie sieht's denn hier mit der Toilette aus? Oh, 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 die bleibt auf jeden Fall zu, die nehmen wir nicht mit, die stinkt ja. Ein Pinkelszimmer, oh Mann, nichts für mich, aber lässt sich gut verkaufen. Aber wie sollen wir das alles nur in den Transporter bekommen und das noch ohne jemanden darauf aufmerksam zu machen? Das wird schwierig. Oh, ist das ein Kaninchen? So, klasse. Die Stühle habe ich zusammengeräumt. Den Blumentopf nehme ich auch auf jeden Fall mit. Aber Heinz fehlt noch. Der wollte doch hier hinkommen und uns tragen helfen. Oh, und wie sieht's oben eigentlich aus? Wo bleibt er nur? Hey! Hey, willst du nicht die ersten Sachen in den Transporter packen? Was machst du denn da? Oh, du bist ja ein süßes Ding. Du bist sowas von flauschig. Dich wollte ich auch immer als Kind haben. Ganz, ganz süß. Das tut mir leid, das ging jetzt nicht anders. Ich muss die Qualität natürlich auch überprüfen, aber ist gut. Oh Mann, das Kaninchen bringt doch kein Geld ein. Nimm die teuren Sachen, das Hochbett und diesen Laptop. Und ich gehe schon mal ins Schlafzimmer und schau, was da zu holen ist. Oh, das Bett, das kriegen wir auf keinen Fall mit. So viel Platz haben wir nicht. Aber vielleicht ist hier irgendwo Schmuck versteckt. Ich schau mal in den Kleiderschrank. Vielleicht sind ein paar tolle Designersachen da drin. Oder Schmuck, Gold. Hey, sag mal, Mama? Mama, ich dachte, du wärst weg und was sind das für Klamotten? Oh, wer bist du denn? Hilfe, hilf, ein Kind! Mama. Was, ein Kind? Ach so, ja, ich bin das Kind. Was machst du hier zu Hause? Warum ist die Polizei hier bei uns? Ich bin doch nur einen Tag zu Hause geblieben. Dafür musst du jetzt nicht extra die Polizei jetzt kommen. Oh, hat Brigitte die Polizei gerufen? Oh, was ist hier denn los? Oh. Ein Kind? So, was macht denn ein Kind hier? Oh nein! Was? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Noch ein Polizist? Och Mann, nur weil ich jetzt einen Tag nicht in der Kita war, deswegen kann man doch jetzt nicht die Polizei rufen. Außerdem hat Brigitte gesagt, dass es mir nicht so gut geht. Och Mann, danke. Oder wer hat euch gerufen? Brigitte hat nicht angerufen. Okay, warum seid ihr dann hier? Na, klasse Vorbereitung. Oh. Du solltest doch schauen, ob jemand zu Hause ist. Das wusste ich doch nicht. Jetzt ist ein Kind da. Also, es wurde hier angerufen bei uns und es wurde hier eingebrochen. Was? Eingebrochen hier bei uns? Ich hab das gar nicht gemerkt. Oh Mann, ist der Einbrecher denn schon weg oder? Oh, ist er gerade hinter mir? Nein, ne? Oh Mann, zum Glück ist die Polizei gekommen, weil der Verbrecher hätte schon alle Sachen eingepackt. Oh Mann, zum Glück. Oh, ich seh den Kaffeeautomaten, den Mama immer benutzt und den Mixer und den Feuerlöscher und die ganzen anderen Sachen hier aus der Küche. Ja. Genau, zum Glück ist die Polizei da, ne? Ja, wir haben einen Anruf bekommen. Vielen Dank, oh, ich hätte sowas von Ärger bekommen, glaube ich, wenn Papa jetzt zu Hause wäre, weil ich bin ja sowieso zu Hause geblieben und der weiß sowieso nichts davon, aber bitte nicht weitersagen. Oh Mann, wir müssen jetzt schnell hier abhauen, bevor noch irgendwelche Nachfragen kommen. Musst du denn ausgerechnet so ein nerviges Kind hier zu Hause sein? Oh, danke. Oh Mann, ja, wir gehen jetzt, wir müssen jetzt los. Ich verstehe aber nicht, warum man einen Feuerlöscher mitnehmen will, also die Kaffeemaschine verstehe ich, den Mixer auch und die Stühle auch, aber warum denn einen Feuerlöscher? Also das war ja was heute. Tut mir leid, Papa. Ich wusste nicht, dass die Farbe so hartnäckig ist und dass du extra dafür zum Friseur musst. Beim nächsten Mal drauf achten und wow, was ist hier denn los? Julian, was hast du gemacht? Was ist das denn hier wieder für ein Chaos? Und oh Gott, da bin ich mal... Und warum bist du zu Hause? Und die Polizei? Was macht denn die Polizei hier bei mir zu Hause? Ich wurde gar nicht informiert oder irgendwie sowas. Was hat der Junge angestellt? Also der Junge hat gar nichts angestellt. Wir wurden von ihren Nachbarn angerufen. Hier wurde eingebrochen. Was? Hier wurde eingebrochen? Wann denn? Also ich war doch noch vor einer Stunde zu Hause und wann soll er denn... Oh Gott, und Julian, warst du die ganze Zeit... Warum habe ich nicht gemerkt, dass du zu Hause warst? Naja, wir haben den Tatort gesichert und wir müssen jetzt weiter. Also wir müssen jetzt los. Wir rufen sie dann an, falls wir eine neue Spur haben. Das war schon? Also, das kann doch gar nicht sein. Wann ist er? Wie ist er dann reingekommen? Ich sehe das Schloss... Also das Schloss war doch völlig intakt. Ich verstehe gar nichts. Also wir wissen auch noch nicht, was hier passiert ist. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ganz schnell weg. Und die Polizei von Playmobil City wird sich dann sicher bei Ihnen melden. Oh Gott, was ist das Mann. Hier? Da ist Mama mal wieder weg und da passiert wieder sowas. Hoffentlich wird oben nichts geklaut. Ich hoffe, Julian, ist denn soweit bei dir alles okay?
Ich lauf mal schnell in mein Zimmer. Hoffentlich ist Pia noch da. Nein, mir geht's gut, Papa. Alles gut. Also ich war oben in meinem Bett. Anderes Thema. Aber wo kamen denn die Polizisten auf einmal her? Also die Polizei stand auf einmal in Mamas Zimmer und auch am Schrank. Das war ganz komisch. Also da wurde gar nicht eingebrochen, glaube ich. Warte mal, Julian, warte mal. Die waren auch oben und haben im Schrank... Ja, vielleicht kann es ja sein, dass dort auch irgendwas geklaut wurde oder entwendet wurde. Aber komisch ist das schon, weil mich hat auch niemand angerufen. Und unsere Nachbarn haben eigentlich auch meine Handynummer für alle Notfälle. Und normalerweise rufen die mich bei der kleinsten Sache schon an. Also irgendwie komisch ist das schon. Und Julian, nochmal eine Frage. Warum bist du zu Hause? Du sollst in der Kita sein. Oh Mann, Papa, sei doch lieber froh, dass ich zu Hause war. Wobei, mir geht's nicht gut. Ich leg mich wieder hin. Ach, Hanna, was ist denn los? Also, du hast ja noch gar nichts gegessen heute Morgen und du hast heute einen langen Tag in der Schule. Erzähl, was ist los? Ach, nichts, Papa. Ich habe nur Mathe in der ersten Stunde und da habe ich keine Lust drauf. Du weißt doch, die blöde Lehrerin, die immer total gemein zu mir ist und wegen der ich auch erst nicht zur Mathe-Olympiade gehen durfte. Ach ja, stimmt die. Aber, Hanna, schau doch mal. Es ist deine Lehrerin und du solltest immer freundlich sein. Ich weiß, du bist auch immer nett und freundlich. Aber sie ist auch nicht freundlich. Versuch es doch einfach mal. Vielleicht hattet ihr einfach nur einen komischen Start, ne? Also es kann ja sein, dass sie dich eigentlich vielleicht ganz dolle mag und das nicht irgendwie zeigen kann. Oh, Papa, die soll mich mögen? Auf gar keinen Fall. Die ist richtig fies zu mir. Ja, ist gut, Hanna. Ich weiß, aber... Du hast sie doch auch kennengelernt. Einfach nur... Ja, ich weiß. Beim Elternsprechtag habe ich es gesehen. Versuch einfach nur nett zu sein. Mehr nicht. Ne? Mehr will ich von dir gar nicht. Oh, ja, gut. Ich bin immer nett. Aber dann werde ich heute versuchen, besonders freundlich zu sein. Okay, sehr gut. Viel Spaß dann in der Schule. Hey, guten Morgen, Dave. Hey, guten Morgen, Hanna. Na, hast du schon auf den Vertretungsplan geschaut? Fällt vielleicht Mathe aus? Nee, ich war auch noch nicht beim Vertretungsplan und oh Mann, ich habe auch keine Lust auf Mathe und dann noch auf diese Lehrerin. Oh Mann, das wird sowas von schrecklich heute. Ja, und dann auch noch ausgerechnet eine Doppelstunde Mathe. Ach ja, du weißt, was das heißt, das wird echt nervig. Wir wollen ein neues Thema heute anfangen, ne? Ach nö. Ja, ich sehe schon vor mir, wie die wieder am Meckern ist die ganze Zeit und ich wette, Hanna, es tut mir leid, aber sie wird mit dir am meisten meckern. Du musst bestimmt wieder an die Tafel. Ja, bestimmt. Hey, ihr Streber, ich hab tolle Neuigkeiten für euch. Also, heute fällt der Unterricht aus, haben wir so beschlossen. Wie, Richie, der Unterricht fällt aus. Ja, wir doch. Waren gerade noch beim Vertretungsplan, da stand nichts. Ja, und? Das kann sein, aber schau doch mal, der Unterricht fällt auf jeden Fall ist aus. Ist das wieder ein Scherz von dir? Ja, gut, okay, Oberstreberin. Wenn du mir jetzt nicht glaubst, dann schau doch einfach ins Klassenzimmer. Also, ich verstehe das nicht. Wir waren heute Morgen, wir haben den Klassenraum aufgeschlossen und alles war weg. Und gestern war noch alles da, das verstehen wir nicht. Wie konnte das nur passieren? Oh nein, was ist denn das hier verstehe passiert? Verstehe ich alles nicht. Der ganze Klassenraum ist leer, unsere Stühle sind weg, unsere Tische sind weg. Oh nein, unsere Bücher sind auch weg, die unter dem Tisch lagen. Und nur die Tafel ist uns geblieben. Wer klaut denn ein ganzes Klassenzimmer? Warum machen die das? Oh, Hanna, was regst du dich denn jetzt so auf? Wir haben frei und außerdem, das waren doch nicht deine Sachen, also beschwer dich nicht. Oh, natürlich, das ist doch blöd, wenn unser Klassenzimmer weg ist. Sollen wir jetzt im Stehen Unterricht machen? Gar kein Unterricht. Und es waren unten auch Bücher unterm Tisch. Oh, wie schlimm. Also mein Übungsbuch. Oh mein Gott, das ist ja sowas von schlimm, dass jetzt alles weg ist. Oh, die Schule wird wahrscheinlich nichts bezahlen. Natürlich, die Oberstreberin kann heute dann nicht lernen. Oh mein Gott. Herr Chillig, was ist denn hier passiert? Ja, Hanna, nicht jetzt. Ich kann jetzt gerade nicht mit dir reden, wobei ich muss gleich noch mit dir reden. Eine Sache wollte ich noch klären. Und ja, also es waren insgesamt 4, 5, 6, 7 Tische waren hier. Hä, was hab ich denn mit der Sache zu tun? Warum will Herr Chillig denn mit mir reden? Hey Leute, habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, Hanna hat hier ein bisschen geklaut. Na, warst du das etwa? Boah, Richie, hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Das stimmt nicht. Hanna, du hast doch hier bestimmt nichts geklaut. Ich hab meinen eigenen oder? Schreibtisch zu Hause. Ja, ich glaube, das muss es gewesen sein. Also mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das können Sie so weitergeben. 3-4 an Zentrale. Also ich habe nochmal mit dem Schuldirektor gesprochen. Keine neuen Infos. Und die Beweisuntersuchung ist auch schon abgeschlossen. Ach, was für ein Chaos hier. Ich werde einfach geklaut und ein ganzes Klassenzimmer. Hanna, ich muss mal kurz mit dir quatschen. Herr Chillig, warum wollen Sie denn mit mir sprechen? Ich habe damit nichts zu tun, sowas mache ich nicht. Ich habe selber meinen eigenen Schreibtisch, ich würde nie so viele Schreibtische klauen. Ich weiß natürlich, dass du hier nicht geklaut hast, aber es ist eine sehr, sehr heikle Sache. Oh, das wäre sowas von klasse, wenn die jetzt von der Schule fliegt. Oh, ich bete, dass es klappt. Ich weiß, dass du hiermit nichts zu tun hast, aber im Klassenbuch... Was denn? Also im Klassenbuch, da steht einiges, was... Ich zeig's dir am besten. Wie im Klassenbuch? Ich habe doch gar keine Eintragung bekommen. Ich habe auch all meine Hausaufgaben gemacht. Warte, ich zeig's dir. Also hier steht auch am 9. Juli, klar, wir haben jetzt nicht den 9. Juli, hier steht Hanna klaut. Und Hanna klaut? Die Seite war auch hier auf dem Boden aufgeschlagen und
Also ich weiß, du hast damit nichts zu tun, aber ich wollte es dir einfach nur gesagt haben. Ich weiß, das bringt dich auch null weiter, aber ja, keine Ahnung. Hanna Cloud, wer schreibt denn sowas? Ich wollte es dir einfach jetzt nur zeigen. Ich weiß auch, dass du damit nichts zu tun hast. Ich habe damit auch nichts zu tun. Nein, die Polizei musste das jetzt aufnehmen, aber die wissen auch soweit Bescheid und die würden natürlich niemals ein Kind jetzt verdächtigen in irgendeiner Art und Weise. Also mach dir keine Sorgen, bitte. Ja gut, ich habe jetzt alles an die Zentrale weitergegeben. Herr Chillig, haben Sie mir noch irgendwas zu sagen? Sonst würde ich jetzt fahren. Natürlich. Wir haben eine Überwachungskamera, die auf dem Schulhof gerichtet ist. Würde dir vielleicht weiterhelfen? Wie bitte? Das sagen Sie mir jetzt erst, nachdem ich hier über eine Stunde schon bin. Ja, tut mir leid, ich war einfach nervös. Sagen Sie das mal sofort her. Ich hoffe, da finden wir zumindest irgendwas raus. Warum bin ich denn nicht schon vor auf den Gedanken gekommen? Tut mir leid, ich bin einfach super nervös. So was ist mir noch nie passiert in meiner Schuldirektorlaufbahn. Dave, es ist was ganz Merkwürdiges passiert. Was denn? Jemand hat im Klassenbuch Hanna Cloud aufgeschrieben. Die wollen mich irgendwie mit dieser Tat in Verbindung bringen. Okay, und du meinst nicht, dass das dieser eine Junge war vielleicht? Dieser Rich? Dave, ha? Ich glaube, so schlimm ist der nicht. Sowas wird er nicht machen. Ja, ich glaube, so ins Klassenbuch, nee, Richie, das traut er sich harmlos. Nicht. Ist harmlos. So, okay, also das sind die Bilder ab gestern 18 Aha, Uhr. Ah, okay. Das ist jetzt der Schulhof und normalerweise können hier nach Schulschluss ist das hier auch alles abgeschlossen. Ne? Nur der Hausmeister macht hier zwischendurch seine Runde. Und wer hat sonst noch Schlüssel? Sonst eigentlich keiner. So, und das ist schon 18.15 Uhr und also es ist niemand da. Und hier halb... Oh, da ist ja jemand auf dem Bild. Das ist eine Lehrerin, das ist eine Lehrkraft. Ja, natürlich, das ist Caro. Was macht die denn um diese Uhrzeit hier? Also normalerweise muss mir das weitergegeben werden, wenn hier die Schule nochmal nach Schulschluss irgendwie betreten wird. Das verstehe ich jetzt nicht, aber die kann doch sowas... Nein, sowas macht sie doch nicht. Also das ist schon für mich unfassbar. Sehr verdächtig, dass eine Lehrerin nach Schulschluss hier auf dem Schulhof sich rumtreibt. Ja, aber ich meine vielleicht... keine Ahnung. Also das bringe ich schon in Verbindung mit der Tat. Und sie wartet... Was sehe ich denn da? Schauen Sie nur, da kommt Polizei. Kennen Sie die? Nein, die kenne ich nicht. Also, das ist ja komisch. Die kommen mir überhaupt gar nicht bekannt vor. Also die gehören nicht zu unserer Wache hier in Playmobil City. Mir wurde auch nichts gesagt, dass die Polizei hier gestern irgendwie auf dem Schuhgelände war. Also das kommt mir doch alles sehr, sehr komisch gerade vor. Und jetzt können Sie sehen, wo sie hinwollen? Also irgendwie, die haben irgendwas besprochen. Äußerst verdächtig. Ja, und jetzt verschwinden sie in der Schule. Also das verstehe ich nicht. Und Lehrerin hatte anscheinend einen Schlüssel. Ja, die haben alle hier einen Schlüssel. Aber normalerweise, wenn sie nach Schulschluss hier in die Schule wollen, klären sie das mit dem Hausmeister ab. Und der ruft mich an, aber nichts. Und dann noch die Polizei, also das muss ich direkt an die Zentrale weitergeben. Also das kommt mir alles sehr, sehr komisch vor. Was hat denn die Polizei in der Schule zu suchen? Und dann noch mit der Carola und dann gehen die in die Schule und... Also das ist ja wie in einem Krimi. Habe ich das richtig gehört? Carola, ist das nicht unsere Mathelehrerin? Und die Polizei, die waren gestern Abend hier? Also erklären Sie mir das mal jetzt mal bitte. Die Polizei würde nie irgendwo einbrechen. Und diese Uniform, die haben wir schon seit Jahren nicht mehr. Also, das müssen unechte Polizisten, also Fake-Polizisten sein. Bei uns zu Hause ist auch sowas passiert. Da waren auch plötzlich Polizisten bei uns und die sind dann wieder abgehauen und dann hat sich auch keiner mehr bei uns gemeldet. Also richtig komisch. Also bei uns in Playmobil City, hier auf dem Revier, war es gestern Abend ganz ruhig. Keiner ist rausgefahren. Also das kann niemand von uns hier gewesen sein. Also, da haben wir es doch auf der Hand. Also, Carol, die Cloud, und was machen die? Die helfen ihr ja, die stecken unter einer Decke. Ja, tatsächlich, also, das wirklich. Ist doch... Ja, ich glaube, ich erkenne die. Das waren die, die auch gestern bei uns waren. Die hatten das gleiche an und die sahen auch so aus. Also ich bitte, rufen Sie bitte in der Zentrale an oder so, aber irgendwas ist doch hier los. 3-4 an Zentrale, 3-4 an Zentrale. Also, ich bin ganz nah dran, wir haben hier eine riesengroße Geschichte. Also, da scheinen Polizisten mit involviert zu sein. Beziehungsweise in Polizeiuniformen. Hanna, bist du denn sicher, dass du diese Polizisten, also diese Fake-Polizisten, wiedererkennst? Ich dachte, das wären echte Polizisten. Oh Mann, das kann doch echt gar nicht sein. Das muss ich direkt den anderen erzählen. Hey Leute, wisst ihr was? Unsere Mathelehrerin, die hat hier geklaut. Was? Ja, natürlich. Und wahrscheinlich hat ihr die Polizei auch noch geholfen dabei. Ja, also diese Lügengeschichten, die brauchst du jetzt nicht rumzuerzählen, nur weil du dich mit ihr nicht verstehst. Nein, wirklich. Und die Polizei hat wirklich geholfen. Also keine echten Polizisten. Das sind so Fake-Polizisten. Die waren auch gestern bei uns zu Hause. Also bei uns zu Hause haben die auch gesagt, es wäre eingebrochen worden. Aber dann, weiß ich, dann sind die wieder gegangen. Und die waren auch hier. Ach ja, kannst du das beweisen? Und außerdem, man kann es auf der Überwachungskamera sehen. Hier von unserer Schule. Ah, okay, alles klar, ich bin ruhig. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Das muss man sich mal vorstellen. Warum klaut die denn hier? Warum macht die sowas?
Oh, also ich habe das jetzt erstmal an die Zentrale weitergegeben. Und ein erstes Team ist auch schon bei der Lehrerin zu Hause. Die wird jetzt erstmal mit aufs Revier genommen. Oh Gott. Heißt das jetzt wirklich, sie ist verhaftet, oder? Ja, momentan schon. Also so sieht's erstmal jetzt aus. Nein, eine Lehrerin bei uns hier an der Grundschule. Oh Gott, wie soll ich das den Eltern nur erklären? Oh, richtig toll, dass wir heute ins Einkaufszentrum gehen dürfen. Ganz alleine. Also ich habe mir heute vorgenommen, dass ich auf jeden Fall ein riesiges Eis essen werde. Vielleicht so mit 4 oder 5 Kugeln. Mal schauen, wofür das Geld reicht. Ich will auch ein Eis essen. Die sind immer so lecker hier. Aber guck mal, Julian, was ist das denn? Och, nö, eine Riesenschlange vorm Einkaufszentrum. Was ist denn da los? Ist heute irgendein Star oder sowas da? Warum ist das denn so voll heute? Och, Mann. Das gibt es doch nicht. Die stehen richtig lang in Schlangen. Ich stelle mich doch jetzt nicht an, um ins Einkaufszentrum zu kommen. Das ist doch Irrsinn. Das mache ich nicht. Was ist das denn? Da vorne ist eine Schranke, Julian. Wie? Können da jetzt nur Autos rein oder was? Ich kenne das nur von Autos oder ist das... Man muss anscheinend Kontrolle durch eine Kontrolle machen. Oh Mann. Also irgendwie kommt mir das hier so ein bisschen komisch vor. Ja, mir auch. Das hat doch irgendwas mit Nils Schnösel zu tun, seitdem der das Einkaufszentrum gekauft hat. Weißt du was, ich stelle mich ganz bestimmt nicht hinten an. Also wir gehen jetzt mal nach vorne und gucken mal an, was da so los ist. Oh, dieser Nils. Also tut mir leid, der Dresscode lässt einfach diese Mütze heute nicht zu. Tut mir leid, und auch sonst, diese grüne Weste, das ist absolut nicht unser Ding hier im Einkaufszentrum. Das tut mir sehr leid. Mensch, das gibt es doch nicht. Ich war doch immer hier im Einkaufszentrum. Jetzt passt Ihnen meine Mütze nicht? Tja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin der Besitzer des Einkaufszentrums hier und Sie der Besitzer? Sie nicht bitte heute. Also vielleicht morgen mit einem anderen Outfit, aber so nicht. Ach Nils, ich bin so stolz auf dich. Du machst das wirklich richtig toll. Also du wirst dieses Einkaufszentrum auf Vordermann bringen. Das wird ein richtiges Luxus-Einkaufszentrum. Oh, also sowas habe ich ja echt noch nie erlebt. Kontrolle am Einkaufszentrum. Ich gehe hier seit 30 Jahren rein und jetzt sowas. Das ist so eine Unverschämtheit. Jetzt wurde ich weggeschickt, nur weil ich einen Oberteil habe, was angeblich nicht modern ist. Also wie bitte? Warum komme ich jetzt hier nicht rein? Können Sie mir den Grund nochmal erläutern? Also tut mir leid, wenn ich mir Ihr Outfit so anschaue, das ist doch höchstens irgendwie 50 Euro wert und ein Mindestwert muss hier 150 Euro sein. Ne? Und das erreicht Ihr Outfit auf gar keinen Fall. Sie nicht, tut mir leid, Sie kommen hier nicht ins Shopping Center. Hey Nils, sag mal, was ist denn hier los? Ist irgendein Star oder sowas da? Also warum ist denn diese Schranke überhaupt hier? Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, kannst du mir das mal erklären? Hallo Julian, war ja klar, dass du hier irgendwann auftauchst. Also wir machen hier jetzt ab sofort Einlasskontrollen. Also ich überprüfe die Leute, ob sie denn überhaupt gut genug für dieses Einkaufszentrum sind. Wie, was? Und Julian, das gilt auch für dich. Also stell dich bitte hinten an, ich werde dich gleich überprüfen. Wie überprüfen? Was ist das denn? Och Nils, du bist so komisch. Also das geht einfach nicht, das ist so eine Unverschämtheit. Aber ganz ehrlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, das überrascht mich jetzt. Bei Nils ist das immer so, der macht immer ganz komische Sachen. Oh, dass diese Familie Vogel hier wieder auftauchen muss und sich wieder schlecht benehmen muss. Oh Mann. Was ist denn jetzt los? Ich warte hier schon 10 Minuten. Geht's jetzt mal irgendwann weiter? Hanna und Julian, ihr haltet hier sowas von dem Verkehr auf. Also, hinten anstellen, ich hab hier gerade zu tun. Ach Mann, ich bin wichtig, wisst ihr das nicht? Oh, da vergeht einem echt der Spaß, ins Einkaufszentrum zu gehen. Aber komm, Julian, wir stellen uns hinten an, damit Nils seinen Willen bekommt. Okay, kurz wieder fassen. Entschuldigen Sie bitte. Das ist Familie. Kennen Sie vielleicht. Es geht ja sofort weiter. Also das Oberteil passt, die Jacke auch, die Frisur auch. Schön, gefällt mir. Hose auch. Oh, die grünen Schuhe. Die gehen eigentlich gar nicht. Aber ich drück mal ein Auge zu. Bitte, kommen Sie rein. Sie dürfen dann durch. Viel Spaß im Schnösel-Einkaufszentrum. Was machen Sie hier? Was macht dieser Junge hier? Also ich verstehe das nicht. Bin ich hier nicht im Einkaufszentrum? Moment, ich beantworte sofort Ihre Fragen. Ich muss einmal kurz hier die Schranke nochmal runterlassen. Oh Gott, ich sehe schon. Also tut mir leid, mit diesem Outfit wird das heute gar nichts. Also, von wann ist das? Vor 40 Jahren oder so? Das hat mein Opa noch nicht mal an. Also das gibt es doch nicht. Ich habe diese Klamotten jeden Tag an. Das sind Trachten und die gibt es schon seit Jahrhunderten. Und jetzt komme ich deswegen nicht ins Einkaufszentrum? Was muss ich denn hier anhaben? 500-Euro-Schuhe oder was? Ja, zum Beispiel. Nils, hör mal gerade. Der Mann hat recht, das sind Trachten. Du kannst ihn ruhig reinlassen. Ja, gut. Meine Mutter hat ein gutes Wort für Sie eingelegt. Also bitte, viel Spaß im Schnösel-Einkaufszentrum. Boah, wie kann man nur so übertreiben, Mann? Das geht doch gar nicht. Ich verstehe das auch nicht. Nils treibt es langsam echt auf die Spitze. Eine Einlasskontrolle im Einkaufszentrum. Wenn man vorher schon ganz tolle Klamotten anhat, dann braucht man doch da gar nicht erst reingehen. Hey Kinder, hört mal grad zu.
Also, ich wurde selbst mit diesem schicken Kleid weggeschickt. Ich denke, ihr müsst euch erst umziehen, wenn ihr da reingehen möchtet. Vielen Dank für den Tipp. Tschüss. Julian, hast du die Frau in dem Kleid gesehen? Das war ein ganz schickes Kleid und die durfte wohl nicht rein. Also, wie kommt man denn hier rein? Was hat sie sich dabei gedacht? Ja, hallo, bitte nicht den Verkehr hier aufhalten. Es geht weiter. Hallo. Sieh mal einer an. Julian und Hanna Vogel. Was mache ich denn mit euch beiden heute? Lasse ich euch draußen oder lasse ich euch rein? Also zu euren Klamotten brauche ich ja nichts mehr sagen, ne? Das habe ich die letzten 10 Male schon und ich weiß ja nicht. Naja gut, komm, ihr gehört ja zur Familie, ausnahmsweise heute ja, aber beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anderes Outfit, okay? Ja, was soll ich noch sagen? Dann noch viel Spaß im Schnösel-Einkaufszentrum und kauft euch bitte neue Klamotten, bitte! Boah, endlich! Wie lange hat das eigentlich gedauert? Ich kaufe mir ganz bestimmt keine neuen Klamotten. Ich auch nicht. Komm, lass uns zur Eistheke gehen. Siehst du die Eisdiele hier irgendwo? Ich sehe sie, die müssen doch hier vorne sein. Was? Oh, du wirst es nicht glauben. Was denn? Guck doch mal, hier stand sonst die Eistheke. Die ist weg. Dafür gibt es jetzt einen Kuchenladen. Wie? Das kann doch nicht sein. Hier war doch sonst die Eisdiele. Und wo ist denn jetzt die Eisdiele? Nils! Oh, da kriegst du was von Ärger. Oh, da bin ich ja völlig umsonst hier ins Einkaufszentrum gekommen. Ich will ein Eis. Och, Nils, du machst alles kaputt, ehrlich. Weißt du was? Ich stehe hier erst wieder auf, wenn eine Eisdiele hier steht. Julian, steh lieber auf. Nein. Sonst gibt's doch Ärger. Oh, Mann. Och man, ja gut, ich stehe wieder auf. Hallo Sida, ich hätte mal eine Frage. Also finden Sie es in Ordnung, dass hier keine Eisdiele mehr steht, sondern so eine Kuchentheke jetzt? Wer braucht denn sowas? Ja, du hast recht. Also ich bin auch mal total gerne auch hier zu der Eisdiele gegangen. Aber der Kuchen schmeckt auch gut. Siehst du, Hanna, also wir sind nicht die Einzigen, die das blöd finden. Auch andere. Also wir müssen irgendwas machen. Wir müssen schreien und rufen und wir müssen demonstrieren. Das kann so nicht weitergehen. Julian, beruhig dich doch erstmal wieder. Vielleicht können wir zu irgendeiner anderen Eisdiele gehen. Hanna, nein, genau das möchte ja Nils. Ich habe hier immer im Einkaufszentrum Eis gegessen und das werde ich heute jetzt auch. Ich will Eis und das jetzt. Ich will Eis und das jetzt. Und Nils, der soll weg. Ich will, Hanna, los, komm, mach mit. Ich will Eis und das jetzt. Los, komm schon. Also gut. Ich will Eis und das jetzt. Ich will Eis. Das war ja sowas von klar, wenn ich die beiden hier reinlasse, dass es nur Ärger gibt. Hallo, Security? Ja, wir haben ein Problem im Foyer. Genau, vor der Kuchentheke. Bitte einmal drum kümmern. Das ist mir egal, ob das Kinder sind oder nicht. Ich kenne die beiden. Raus mit denen, schmeißen sie raus. Ich will Eis! Und jetzt! Also tut mir leid, hier war keine Demo angemeldet. Also sie haben jetzt ab sofort Hausverbot hier im Schnösel-Einkaufszentrum. Was? Wie bitte? Wir haben Hausverbot? Wir sind doch noch Kinder, aber... Es wundert mich gar nicht. Bei Nils wundert mich ab sofort gar nichts mehr. Und dürfen wir jetzt nicht mehr in dieses Einkaufszentrum? Das geht doch gar nicht. Ach, heute machen wir uns einen richtig schönen Filmabend. Ich hätte da aber noch mal eine Frage. Welchen Film habt ihr euch denn jetzt ausgesucht? Papa, wir wollen Ich einfach unverbesserlich 3 gucken. Habt ihr gehört? Es hat geschellt. Oh, wer klingelt denn jetzt schon wieder? Hanna, guckst du mal bitte? Na gut, wir wollten zwar gerade losschauen, aber dann schaue ich, wer an der Tür steht. Wir warten auf dich. Papa, das ist Tante Maren mit Nils. Soll ich die reinlassen, Papa? Nicht so laut. Hanna, komm einfach hier hin. Julia, mach die Lichter aus und den Fernseher aus. Wenn die uns vielleicht nicht sehen, ne, dann müssen wir sie ja eigentlich auch nicht reinlassen, oder? Hallo, ich hab euch schon gehört. Macht mir die Tür auf. Ich will nicht länger warten. Oh, zu spät. Naja, gut, ich mach die Tür schon auf. Ja, natürlich, willkommen. Wir haben euch gesehen, oh Gott. Oh, hoffentlich bleiben die nicht zu lang. Ich will unbedingt den Film gucken. Hallo, wir wollten mal bei euch vorbeischauen. Wir haben gehört, dass Claudia und Emma nicht da sind. Und ja, wir wollten mal nach dem Rechten sehen. Oh, was machen die denn jetzt hier? Also, erst geben die uns Hausverbot im Einkaufszentrum und jetzt kommen die hin und tun so, als wäre alles gut. Ach, die typischen Schnösel. Ja, das mit dem Einkaufszentrum ist jetzt echt ziemlich blöd gelaufen und deswegen wollten wir einfach mit euch zusammen heute essen gehen. Ach so, ihr wollt mit uns essen? Ja gut. Julian, kommst du mal bitte? Julian. Oh, wir wollten doch jetzt den Film gucken, oder nicht? Warum ist... Oh, Mann, diese Schnösels. Ja, ich bin da. Und jetzt? Ja, also wir wollten euch einladen zum Essen. Einfach, um es wieder gut zu machen, dass wieder ein bisschen bessere Stimmung in der Familie ist. Also, wir dachten, wenn Emma und Claudia nicht da sind, ihr habt vielleicht Hunger, wir können mit euch irgendwo essen gehen. Also, Maren, das ist sehr, sehr nett von dir oder von euch, aber es ist eigentlich nicht nötig, weil wir haben auch keinen Hunger oder so. Also ausnahmsweise wählen wir auch ein Restaurant eurer Wahl. Also ihr könnt euch das aussuchen, wo wir hingehen. Papa, du sprichst nur für dich. Also ich will gerne eine Pizza haben.
Pizza ist zwar überhaupt gar nicht mein Geschmack, aber na gut. Ja, ich habe ja gesagt, ihr dürft aussuchen. Ach, oh, Julian. Klasse, was denn? Ach Mann, nur wegen Pizza? Hanna, was heißt hier nur? Ja gut, okay, Kinder, gut. Maren, vielen Dank. Wir nehmen das Angebot natürlich an. Dann gehen wir halt in die Pizzeria. Dann verschieben wir das mit dem Film. Oh, oh, klasse. Lecker. Jetzt freue ich mich doch auf Pizza. Hier? Ah, da ist ja Kundschaft. Hallöchen, herzlich willkommen hier in der Pizzeria. Setzen Sie sich, ist es genügend Platz? Muss ich jetzt in diese Pizzeria? Normalerweise esse ich Pizza nur in Rom. Ich fliege auch extra nur dahin, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist. Und jetzt in diese Pizzeria hier im Playmobil City? Na gut, was man nicht alles tut für die Familie. Oh, hier ist Platz, hier ist auf Platz! Auf was haben wir uns bloß eingelassen? Also ich werde mich definitiv nicht auf diesen Stuhl setzen. Der ist dreckig. Also dann stehe ich lieber die ganze Zeit. Und Martin, hier geht ihr häufiger hin? Ja, das ist eigentlich unser, ja, wobei Stammpizzeria ist es nicht, aber ab und zu kommen wir hier hin. Und wie sieht's denn aus? Hat man sich hier schon entschieden? Hey Nils, du, ich wette, ich kann heute mehr Pizza verdrücken als du. Julian, das glaube ich dir glatt. Also ich meine, diese Pizza hier, also davon möchte ich auch nicht zu viel essen. Ach, du willst schon direkt aufgeben? Also du weißt, dass du gegen mich verlierst? Ja, war ja klar. Also ist gut, ist ganz klug. Also du würdest sowieso niemals gegen mich gewinnen, gegen Julian Vogel. Ich bin Pizza-Weltmeister. Was? Du gewinnst? Bei was denn? Und, oh Gott, ich weiß es schon. Die nächste Zeit sagt er, ich bin der Pizza-Weltmeister. Ich habe gewonnen. Das kann ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Eigentlich bin ich so der Gewinner-Typ. Ja, ich habe mich schon entschieden. Also ich würde gerne eine Salami-Pizza nehmen. Und ich nehme die Pizza mit Pilzen. Oh, ich würde am liebsten gar nichts nehmen. Naja, ich nehme dann einfach die Nummer 24. Hier, ich will zwei Pizzen. Also einmal eine Thunfischpizza und einmal eine Standard-Margarita. Ja, zwei aber bitte. Ach, der zieht das jetzt wirklich durch. Ja, ich hätte bitte einmal das Gleiche. Also auch einmal Thunfisch und Margarita. Danke, genau wie Julian. Alles klar, habe ich mehr aufgeschrieben. Dauert so etwa 20 Minuten. Oh, lecker. Klasse. Julian, sag mal, musste das jetzt sein? Also, kannst du das nicht machen, wenn wir mal unter uns sind? Ach, jetzt so ein Wettbewerb hier, das ist eigentlich... Das möchte ich eigentlich nicht, das weißt du. Ich weiß zwar nicht, wie ich diese Pizzen hier runterbekomme. Ich meine, gerade in diesem Laden, aber gut, ich muss halt gewinnen und das werde ich auch. Och, also das sieht überhaupt gar nicht lecker aus. Wie soll ich diese Pizza bloß essen? Auf was habe ich mich hier heute nur eingelassen? Also, ich finde, die sieht richtig lecker aus und ich freue mich schon. Die schmeckt auch total gut. Hey, Nils, guck mal, ich habe schon meine erste Pizza aufgegessen, na? Und ich bin noch gar nicht satt und das wird gleich meine zweite und dann habe ich gewonnen. Haha. Wow, wie, Julian, du hast schon deine erste Pizza Wie schafft dieser Junge das so? Also, mir reicht eine Pizza. Ich muss mich beeilen, also so geht es ja nicht. Augen zu und durch. Ach, Nils, also, ich finde die Pizza wirklich überhaupt gar nicht appetitlich. Du musst dir jetzt hier nicht zwei Pizzen reinhauen. Also nicht, um zu gewinnen. Lass es einfach. Doch, Mama, das muss jetzt sein. Also ich bin doch kein Verlierertyp. Ich muss gewinnen. Und ja, deswegen muss ich jetzt auch diese sogenannte Pizza verdrücken. Ah, ich sehe schon, sie haben fast alle hier aufgegessen. Außer hier vorne noch. Aber hat es nicht geschmeckt oder so? Das fragen Sie mich auch noch. Also, die können Sie direkt wieder mitnehmen. Also, so etwas kann ich nicht essen. Nils, was ist mit dir los? Geht's dir gut? Oh, Mama. Oh, ich muss zugeben, mir ist total schlecht. Also, diese Pizzen, oh Gott, wie konnte ich nur? Haha, na, hast du gesehen jetzt? Ich hab gewonnen. Julian Vogel ist der Pizza-Weltmeister. Aber weißt du was, Nils? Respekt, also ich hätte niemals gedacht, dass du so schnell bist. Also du bist fast an mich rangekommen. Das ist echt gut. Respekt dafür. Ich möchte dir gratulieren. Oh, ist mir schlecht. Julia, tut mir leid. Also gerade geht es nicht. Oh, Mutter, ich muss kurz die Toilette aufsuchen. Sieh mal eine an. Dem ist schlecht. Ja, ist mir auch schon passiert. Also macht euch keine Sorgen. Ich habe auch einmal zu viel Pizza gegessen. Also das passiert ab und zu bei so einem Wettbewerb. Deswegen mache ich bei so einem Wettbewerb erst gar nicht mit. Eine Pizza-Challenge. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Oh, um Himmels Willen, mein armer Junge. Das musste ja wieder passieren, wenn wir mit Familie Vogel etwas zusammen unternehmen. Es kann nie normal enden. Julian, musstest du Nils animieren, so einen Blödsinn zu treiben? Also, nein. Also, das war das letzte Mal, dass ich in so eine Pizzeria gegangen bin. Und auch, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mit Familie Vogel essen gegangen bin.